Richtig. Also Sonnenblumen und Sojabohnen hätten wir Gab schon es ein eins, bisschen. drei, was runtergeht? 1300, 1600, 1700. Ja, wollen wir die mit Raps füttern? Dass wir uns schon mal Raps auf Lager haben, weil Sonnenblumen und Sojabohnen scheinen ja doch teurer zu sein. Klar wird das ein bisschen immer schwanken und sich wahrscheinlich auch ausgleichen. Soja bringt halt Kohle. So, deswegen ja, Soja würde ich dann im Notfall verkaufen. Ich meine, wir Ja. werden so oder so wahrscheinlich, wir müssen mal gucken, wie wir überhaupt klarkommen. Ich würde jetzt ein Feld sagen, einfach mal Raps und ein Feld Soja machen wir jetzt. Bums aus. Ja, mach einfach mal. Und Ja. das, was wir nicht haben, müssen wir das nächste Mal anbauen. Weil bis zum Schwein dauert es ja noch ein bisschen. Eben, weil wir brauchen erstmal Kohle, um uns ja, ein Dings leihen zu können, dann hier, so ein Ernter oder auch zwei. Ja, einer wird reichen, dass wir einmal Zuckerrüben ernten können. Und dann erst können wir uns auch Schweine holen. Ja. Und bis dahin wird noch lange, lange Zeit vergehen, weil ich denke mal, komplett alles, was wir an Finanzen auftreiben können, wird wahrscheinlich für alle anderen Tiere draufgehen. Für 400 Kühe, 16 Pferde und, ja gut, Hühner kosten nicht die Welt. Die kriegst du, glaube ich, für 200, oder? Oder wie waren Ja, das? Ich vor bin allem, mir wie nicht war das? Ich sicher. glaube, Hühner kannst du so. Die Hühner können wir, glaube ich, sogar schon kaufen, weil die kannst du eh nicht transportieren. Die musst du, glaube ich, eh direkt dahin bestellen, ne? Ein Pickup und ein Kofferraum. Was? Pickup und ein Kofferraum, die Hühner. Komm ich hier auch wieder raus aus dem Hühnerstall? Also ich hole mir mal die andere Saatmaschine. Ja. Sorry, ich bin mal weg. Ja, alles klar. Meld mich dann. Jo. Toll, ich komme nicht aus dem Hühnerstall raus. So, ich Hallo, Bello, komm mit. such mal den Saat. Saat, 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 Saat. Jetzt haben Bello, Sie ihn mitkommen. aufgefüllt. Bei Fuß. Wie war denn das? Ich glaube, der Hund ist hier voll buggy. Der mag dich nur. Ja, doch, der soll mitkommen. Bei Fuß. Also habe ich ihn angeklickt. Aha, jetzt kommt er auch mit. Dann holen wir uns doch schon mal die Hühner. Und klatschen die mal voll. Beziehungsweise bevor ich die jetzt kaufe, mache ich erstmal ein kleines Päuschen. Ich stelle mich jetzt mit dem Hund hier hin und mache ein Päuschen. Der ist es direkt, also da ist, ich nehme Dünger auch mit gleich. Was? Ja, Saatmaschine. Das ist keine Direktsaat. Doch, die hat Dünger drin. Was? Ja. Denke ich mir auch gerade, was ich hier gerade mache. Ich tue ihn wieder. Einzelkorn. Welche haben wir da? Ich werde die wieder aufladen. Doch tatsächlich, das ist. Bam. Ach, stimmt, die kann. Stimmt, die düngt. Oh, dann hättest du da ja gar nicht düngen brauchen, ne? Dann, nee, lass Dünger leer, wenn es geht. Dann verballerst du den nicht. Ich mache ihn gerade wieder. Machst du gerade wieder leer? Ich wollte jetzt eben kurz Hühner auch noch kaufen, ne? Wenn ich wüsste, wo das. Hier, Hühner. Wie viel gehen hier rein? Hühner, 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 Hühnerstall, Hühnerstall. Welchen haben wir? Ach, wir haben den Hühnerstall hier. 100. Ach du Scheiße, 100 Hühner. Ja, gut, bevor ich die kaufe, dann machen wir eben, weil du ja das Problem hast. Also während der Pause haben wir gerade festgestellt, unsere andere Sämaschine möchte sich nicht befüllen lassen an unserem Saatgutlager. Meinst du die den Krone überlade? Ja, ich komm eben mit meiner Sämaschine, ich drück das da raus in Paletten, dann müsstest du die eigentlich aufnehmen können. Perfekt. Beziehungsweise komm mal hier runtergefahren, wo ich bin, hier beim Schafstall hier Ja. so halbwegs. Mache ich, mache. So, jetzt muss ich nur wissen, mit welcher Taste das ging. Was? Das Entleeren. Bin mir nicht sicher, ich glaube E. E und I. I. Ja, weg. Weiß gar nicht, ob du die überhaupt alle reinkriegst. Wenn nicht, nehme ich den gleichen Rest wieder auf. Ich parke erstmal an der Seite hier. Füllst du auf, was reingeht. Und in der Zeit Ja, kaufe ich ein paar Hühner. und ich werf's dann wieder ins Lager. Ja, Rest nehme ich gleich. Ich brauche ja auch noch.
Verstehen. So. Dann kaufe ich jetzt mal 100 Hühner. Und versorge die mal eben auf die Schnelle. Haben wir wenigstens die ersten Tiere schon mal am Start? 200 passen, glaube ich, rein, oder? Ne, 100 habe ich gerade geguckt. 100, okay. Das wären bei 4. Ach du Scheiße, 25 jeweils, ne? Ja, 1, aber bitte 2, nur ein 3, Hahn. 4, 5. Wieso nur ein? Ja, weil wir nur einen brauchen. Wofür? Wenn es Eier gibt. Legt der Hahn legt Nee, doch ich auch weiß. Eier, oder nicht? Nein, 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 nein. Wir brauchen ja keinen Nachwuchs. Wenn wir 100 haben, ist der Maximum. Ja, passt. Egal. Lösch, was ich gesagt 1, 2. habe. Ja, also ich würde auch 25 Hähne nehmen. Hähne, Wasserhähne. Ja, 25 Hähne für 75 Hühner. Das ist auch Spaß haben. Aber der legt auch Eier, oder wie war das jetzt? Legt der Eier? Nein, Hühner legen Eier. Ja, aber ich glaube, Der hier im Hahn, der Spiel legt sie legt der nur Hahn auch befruchtend. Eier. Nein, der ist nur für die Fortpflanzung zuständig. Bist du dir da sicher? 100%. Na, dann müssen wir ja 33 weiße, 33 schwarze, 33 braune und ein Hahn. Und das war. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Steht das hier nicht irgendwo, wie viel wir haben? Nee, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, warte mal, wie viel? 33 mal 50? Was hast du vor? Ja, ich muss hier irgendwie zählen. Ich will jetzt gerade nach dem Preis gehen. 33 mal 50, das sind 10 mal sind 500, 20 mal sind 1000, 30 mal sind 1500, ist das richtig? 30 mal 50 hast du gesagt, gell? Ja, 33 mal 50. 1650. 1650. Jawohl. Habe ich ja schon fast zusammen. Und einen noch. So. Vergiss nicht, die werden geliefert. Da kommt eine Pauschale drauf, Ja, da oder? kommen 495 pro 33 drauf. Bestätigen. Haben wir jetzt 33 hier drin? 33, okay, passt. Dann jetzt noch 33 Ich hiervon. mach Mais auf. 43. Nee. Beziehungsweise, nein, nein, diese drei nebeneinander liegenden da. Genau. 6, 7 und Ja. 48. Ja. Bin ich auch. 1650 bestätigen. Und nochmal braune dazu. Jetzt kannst du ja nicht zählen, Alter, wie viel man hier klickt. Das ist das, was ich auch meinte. Die hätten es so machen sollen wie mit Wie es im der 17er 17er aber auch mit war, genau. Mausrad. Ja. Und unten So. dann so und so viel ausgewählt bist. Willst du es wirklich oder nicht? So nach Ja. dem Motto. Und ein Hahn. So, jetzt sollte das Ding voll sein, eigentlich. Dann kommt nur eine Verbesserung in Form von. Ich gucke vorsichtshalber hier nochmal rein. Hühnerstall klein. Also ich bin neugierig, gell? Du musst das unbedingt bei dir auch. Ja, 100 passen rein, dann ist der jetzt voll. Was muss ich auch machen? Schauen, ob das Stroh so ist wie. Achso, ja, das werde ich auf jeden Fall dann Mich im interessiert Singleplayer das ohne Ende. ausprobieren. So, jetzt müssen wir die noch versorgen. Dazu brauche ich mal eben einen kleinen Traktor am besten. Haben wir noch. Gut, klein ist gut. Dann nehmen wir halt den Case jetzt, den Glas dafür. Jetzt habe ich ein Glück gehabt, eh das Mais ausgewählt. Ich fahre hier einfach drauf zu. Boah. So, dann hole ich erstmal eben Wasser. Läuft alles nach Plan. Mais wird gesät. Du hast aber nicht viel mitgekriegt. Wie bitte? Ja, 1600 hat reingepasst. Aber du, Ja, dann komme ich gleich nochmal vorbei und drück dir die Paletten, die jetzt nicht reingepasst haben, nochmal da raus, weil die wirst du garantiert brauchen. Ich Ich glaube wollte gerade kaum. sagen, lass sie lieber stehen, beziehungsweise nimm sie nicht weg. Ja, so, da ist der Anhänger. Hier stimmt Die auch wieder gleich alles nicht. bestimmt alle schlucken.
Ich denke mal, für 100 Hühner sollte der kleine Anhänger hier reichen. Bloß Wirklich ich. viel. Wo war der Wasserträger? Habe ich den hier irgendwo hingebaut? Zum Auffüllen oder bei den Hühnern? Zum Wasser auffüllen. Das weiß ich gar nicht. Ja, ich glaube, das hier ist der Hydrant. Ja. Und der befindet sich wo? Genau neben diesem oder an dem Gebäude, wo auch der Anhänger drin steht und der Kuhfuttermischwagen und so. Okay, passt. Steht aber ganz genau im Gebäude dran. Ein bisschen weiter, dann hätte ich ihn in der Mauer platziert. Dass nur so ein kleines Pönöppelchen rausguckt, so ein Anschluss. Ja. Bup. So ein Druckluftschlauch, Schnellkoppelding. Ich hoffe mal, dass das reicht. Und dann hole ich gleich noch ein bisschen Weizen. Und dann müssen. Bevor ich Weizen hole, hole ich aber schon mal zwei Paletten. Haben wir überhaupt einen Ballenwagen, wo wir Paletten mit transportieren können? Nö, ne? Ich bin hier nur der Knecht. Du hast diesen ganzen Fuhrpark zusammen gemacht. Ja, nee, wir haben keinen Ballenwagen. Wir Ja, den hast du brauchen. ja wieder runtergetan. Ja, wir brauchen auf jeden Fall irgendeinen Anhänger, womit wir die Paletten auch transportieren können. Kannst ja mit dem Stapler spazieren fahren. Ja, ganz bestimmt fahre ich mit dem Stapler spazieren, auf gar keinen Fall. Ach, so ein Vorsicht-Forstschild aufs Dach und los geht's. Wo hatten die Mist? Ach, die brauchen gar kein Wasser, ne? Nee, die brauchen gar kein Wasser, das war total überflüssig. Die Hühner? Hühner brauchen kein Wasser. Was brauchen die dann? Die brauchen nur Weizen. Die ziehen daraus ihr Nee, das Flüssigkeitshaushalt. war zweierlei, was sie gebraucht haben. Warte mal, jetzt guck ich selber. Gut, dann ist der Anhänger schon mal voll. Du kannst Paletten bewegen. Futter, Weizen, Erzeugnis, Eier. Die haben doch Wasser auch gebraucht. Nö. War ich auch gerade der Meinung, aber nein. Ich bin felsenfester Meinung gewesen, ey. Ich hab den doch. Oder war das in 17 oder so? Im 17er konntest du gar nichts. Also, außer mit Motthühnern, glaube ich. Aber die Standardhühner im 17er, Ach, mit stimmt, denen war das gar war ja nichts los. das, was da rumgegurkelt hat da. Ja. Wo du nur die Eier aufheben konntest. Ja, genau. Ich war felsenfest der Meinung, dass die auch Wasser brauchen. Sorry. Ja, passiert, ne? So, dann brauchen wir jetzt trotzdem den Anhänger und ja. Ich meine, auf dem Hof haben wir einen Stapler. Da brauchen wir Haben wir jetzt keinen nicht Frontlader einen dafür. Pickup oder so mit einer Pritsche? Da kannst du so eine Palette reinschmeißen und zufahren. Ne, nicht wirklich. So als Firmenwagen. Als Firmenwagen. Ja, da kannst du Palette hinten drauf werfen und go. Oder wir können sie erst machen lassen. Und wenn es soweit ist, können wir die ja Nee. umfahren dann. Wenn wir so einen Wagen, also einen Die Anhänger haben, kriegst was? du dann ja nicht rein. Die müssen direkt da rein, sonst kriegst du die Kartons da nicht rein. Ach so, die zieht sie dann gar nicht raus später, oder? Genau. So, Ballentechnik. Boah, jetzt hätte ich allerdings schon Bock, einen IT-Runner zu holen dafür. Für die Paletten. Als Ballencontainer. Dann können wir das Ganze. Ich hoffe, dass das funktioniert. Dann kann ich nämlich den ganzen Container mit den Paletten in den Trigger reinstellen. Ah ja, warum nicht? Wenn das funktioniert, man weiß es nicht. Aber ich würde es tatsächlich ausprobieren wollen. Probier es doch einfach. Kostet 7000. Was kostet der Anhänger dazu? Wo war der? Bei Kippern, ne? IT-Runner, ja. Und 55.000. Ah, das ist teuer. Ja, okay, später brauchen wir den wahrscheinlich so oder so. Irgendwann können wir den mit Sicherheit mal gebrauchen. Und wenn wir den irgendwo hinsetzen als Gülle-Zwischentank oder irgendwie was später. Wenn es irgendwann die Mod dafür gibt. Ich glaube, im Moment gibt es noch keinen Gülletank dafür, oder? Nein, denkt der nimmt doch Gülle, oder? Gülle.
Ach nein, das ist das andere Kotte. Ich glaube, Kotte ist Genau. das. Doch, es gibt einen Ja. Gülle-Container dafür. Aber nur 15.000 Liter, das ist nichts.